Scheiße, Mann. Und hallo, liebe Schüler, und willkommen zurück zur School of Chaos in Bad Nerd. Ja, es war ja ein Wochenende, liegt jetzt wieder hinter uns. Ihr müsst jetzt alle wieder zur Schule, zur Arbeit oder wenn auch sonst wieder, genau wie ich. Und gerade deswegen fängt jetzt wieder auch in Bad Nerd die Schule an. Wir spielen weiter. Und gucken, was für Tyrannen wir uns heute in den Weg stellen müssen und wie viele Mathestunden und so wir uns heute reinziehen müssen. Du willst uns doch hoffentlich nichts Böses, oder? Gut. Aber irgendwo stehen hier bestimmt wieder böse Jungs. Wetten? Vorne, dort. So breitarmig. Das ist doch bestimmt wieder ein Mohawk oder ein Nazi-Face. Nee, doch nicht. Okay, gut. Ah, hier, ich wollte euch doch mal zeigen, was passiert, wenn man den Lehrer schlägt. Mein Gott, wieso rennst du weg, Lehrer? Na, wobei, da muss ich ja hier umgucken. Wir müssen aufpassen, dass das da nicht zu einem großen Kampf wird. Hier, ach nee, poor boy. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wo war denn hier der Lehrer? Der hier im Gang stand. Hier gab's eigentlich einen. Das war bloß ein armer Junge. Dort winken auch schon wieder zwei. Da müssen wir danach mal gucken, was die von uns wollen. Aber ich will unbedingt erstmal wissen, was es ja mit dem Lehrer auf sich hat. Da gab's doch einen. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr habt ihn noch in den letzten Folgen auch gesehen, oder? Tja, dann halt nicht. Dann kümmern wir uns weiter um die Questen. Und zwar haben wir hier noch drei Questen. Ich tät sagen, wir gehen zur ersten Quest, die uns jetzt hier begegnet. Könnte auch Hinweise sein, aber tippen wir mal drauf, dass es Questen sind. Also, mein Freund, hier bin ich. Hilfe, Hilfe, sie sind wieder da. Die verrückten Kinder stampften mein Gesicht. Können Sie bitte versuchen, sie es erneut und bitten Sie, sie stampfen auf mein Gesicht zu stoppen? Ich werde mein Bestes versuchen. Auch wenn es diesmal mehr sein werden, richtig? Ach du Scheiße. Hey, hey! Scheiße! Wir müssen fliehen! Ey, Mann! Ne, nichts da! Boah, mein Gott. Wie schnell geht unserem Bad Nerd die Energie alle? Man merkt, dass er kein gelernter Kämpfer ist. Oh mein Gott. Sie besiegten die verrückten Kinder. Ach du meine Fresse, das war hart. Die werden ja von Mal zu Mal härter. Ja, jetzt haben wir die Bälle bekommen. Die brauchen wir nicht. Ja, auch der Schulranzen kann zerbrechen. Wenn er ganz zerbrochen ist, dann hat man nämlich Pech. Hoffen wir mal, dass es nicht noch mehr verrückte Kinder gibt. Wir essen erstmal einen Schokoriegel. Und sind wieder full.
sieht aus, als bräuchten wir langsam weitere Rüstung. Mal gucken, ob der die uns besorgen kann. Ob der Spielzeugschmuggler die uns geben kann. Ja, natürlich kann er das. Aber mit Fullrüstung rüsten wir uns erst aus, wenn es zum Endboss geht. Genau, Quaternion. Dann nehmen wir mal die hier. Okay, wir sind sogar schon mit der ausgerüstet. Wie auch unschwer zu sehen ist. Jetzt nützen auch Bauschläge nichts mehr gegen uns. Muaha! Oh ne, jetzt steht er da in der Ecke. Ey, Junge, wir wollen noch leben. Oh mein Gott, was in dieser Schule alles abgeht. Das gibt's doch gar nicht. Und dann steht in der Aula ja doch so ein Schild, wo drauf steht, School is cool. Mysterious Kid, hallo, dort. Es scheint, dass man ein paar Dollar zu verwenden. Mein Gott, VNL möchte Gefälligkeiten mit Ihnen austauschen. Wenn Sie dieses Spiel mit Ihren Freunden, mein Gott, auf Facebook zu teilen zustimmen, wählen Sie jeden Freund, den ich gab dir. Nicht vorher ausgewählt. Haben wir einen Deal? Nein. Das Spiel ist zwar gut, aber ich möchte es jetzt nicht teilen, nicht während eines Let's Plays. So, was sagt der mir hier vor der Aula? Hallo, bitte helfen Sie mir. Sie. Was ist los? T-Bone und seine Freunde kommen, um mich zu verprügeln. Ich sah, was sie tun. Können bitte helfen. Öffnen Sie bitte die Tür und gehen irgendwo verstecken. Ich kann nicht. Es ist gesperrt. T-Bone verriegelte sie und hier die Taste, so dass Menschen, die nicht gehorchen, hatten keine Möglichkeit wegzulaufen. Bitte helfen Sie mir. Nun, ich bin Fatigue Steak suchen. Vielleicht ist dies T-Bone Kerl, würde ihn kennen. Beide klingen wie eine Art von BBQ. Nazi-Gesicht. Hey, bist du nicht das Kind, das verprügelt heute noch? Warum sind sie immer noch in unserem Unternehmen? Du meinst, wir sind in der Schule, ja? Ich glaube, sie brauchen eine andere Drachprügel. Und hier kommt es. Halt, halt, halt. Ich muss noch einen Energy-Drink trinken, Leute. Und jetzt renne ich erstmal kurz nach unten. Meine Fresse! Hey, nehmt mich nicht von hinten! So, der Mohawk-Junge liegt jetzt im Krankenhaus. Ha, ha, ha! Wenn er nicht aufhört, mich zu ärgern, da kriegt er noch mehr. Oh, Scheiße! Der Schläger! Der geht gleich kaputt nach 19 Schlägen. Ei, 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 ei. Okay. Erbarme dich meiner. Bitte lass mich gehen. T-Bone. Wie kannst du es wagen, verprügeln, meine Jungs? Du wirst es bereuen. Schnell! Schnell, Leute, wir müssen in den Spielzeugladen. Zum Schmuggler. Oder besser gesagt, ins Klassenzimmer. Denn wir brauchen Reparatursets. Und zwar 2 Stück, weil das Ding geht bald kaputt, wenn wir jetzt uns noch mit T-Bone brügeln. So, perfekt.
So, dann machen wir uns auf den Weg zu T-Bone. Der wartet nämlich schon auf uns. Okay, komm her, T-Bone. Boah, was macht denn der Junge da? So, sorry Leute, falls jetzt der Ton mal kurz weg war. Ey, lass uns aufstehen, Junge! Okay, der ist hier eingetragen als Nazi-Face. Boah, was laufen die all die Schüler hier um? Schnell, bevor er uns zum Boden wirft. Wow, Mann. So viel Energy Drinks haben wir nicht mal mehr. Schnell rammel dich wieder auf, Junge. Autsch. Das wirklich weh. Ich will nach Hause gehen. Darf ich bitte Ihnen eine Frage stellen? Kennen Sie einen Mann namens T-Steak? Ja, das ist mein Bruder. Warum? Mir wurde gesagt, dass er derjenige, der mein Comicbücher haben ist. Ich will einfach nur, um sie zurückzubekommen. Er hängt in der Regel bei den Zuschauern. Hier, nehmen Sie diese Taste. So schlagt mich nicht mehr. Tja, wir haben ganz schön viel verloren und werden mal gucken, dass wir einige Energy Drinks bekommen. Hier 10 Stück davon. 5 Ice Creams. 6 Schokoriegel. Den wir gerade benutzt haben, einen davon. Und dann würde ich sagen, dass wir erstmal speichern. Und den Part beenden, ne? Also ich muss zugeben, das war heute eine actionreiche Folge. Wenn ihr noch weitere School of, hier, ihr wisst schon, Bad Nerd Folgen sehen wollt, dann schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, Let's Play Bad Nerd. Und wenn ihr den letzten Part davon verpasst habt, dann schaut ihn euch doch einfach an. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, dann abonniert mich einfach, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Also Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.